stellen. Wer von euch weiß denn eigentlich, was hier, das ist, kennt ihr das eigentlich? Kennt ihr Kinderlieder? Wollen wir mal schauen. Wer kennt denn dieses Kinderlied, das heißt Laterne, Laterne, Sonne, Sonne, Laterne, Laterne, Sonne. Was, wie heißt das? Mond und Sterne, ne? Tom? Tom. Tom heißt du. Merk den Namen. Gut, Tom. Also, ich zeige euch mal, was ich jetzt dabei habe. Nämlich einen Mond. Eigentlich wohnt der Mond ja immer hinter einer Wolke. Wollen wir mal gucken, ob der Mond da ist? Ja. Ich zähle mal bis drei. Dann rufen wir alle mal, Mond, bist du da? Und dann gucken wir, ob der Mond da ist. 1, 2, 3. Mond, bist du da? Können wir das ein bisschen lauter machen? 1, 2, 3. Mond, bist du da? Dann gucken wir nach. Und der Mond? Da ist der Mond. Das ist aber ein Zaubermond. Dieser Mond, der kann nämlich zaubern. Hast du einen Apfel dabei? Nein, okay, macht gar nichts. Diesen Mond, welche Farbe hat der Mond? Gelb. Ganz genau, gelb. Und daraus können wir jetzt zum Beispiel eine andere Farbe zaubern. Wir können den Mond jetzt zum Beispiel... Blau. Blau ist schön, ja. Lila. Und lila ist auch schön. Rosa. Na was denn, rosa ist auch schön. Pink. Rot ist schön. Orange. Ja doch, Lilly. Orange. Ja, wollen wir denn den... Wollen wir den Mond kunterbunt machen? Ja! Okay, dazu hältst du mal ganz kurz den Mond fest. Dankeschön. Hast du einen Apfel dabei? Nein. Jale. Wie heißt du? Jale. Jale, schüttel mich, Jale. Hallo, ich bin so Rosi. Okay, wir brauchen zum Zaubern nämlich so etwas. Wisst ihr, was das ist? Nein. Das ist eine Sozialdoppelwolke. Da kommt nämlich jetzt sozusagen der Mond hinein. Und wenn wir an unseren Zauberspruch rufen, Lilly, nämlich Abracadabra Fidibus, dann machen wir aus dem gelben Mond einen kunterbunten Mond. Das sind alle Farben dabei, die wir gerade gerufen haben. Wir versuchen das mal, den Zauberspruch. 1, 2, 3. Abracadabra Fidibus. Und schon haben wir aus dem gelben Mond einen kunterbunten Mond gemacht. Den haben wir lila gemacht, den haben wir blau gemacht, den haben wir rot gemacht. Gelb, ja, gelb haben wir auch gemacht, wenn du das möchtest natürlich. Und das ist ja nur gelb. Ja, gelb war ja vor, wir haben... Oh. Können wir das noch einmal ganz kurz machen? Ja. Nochmal ganz kurz. Nochmal ganz laut den Zauberspruch. Und dann wird er wirklich kunterbunt. 1, 2, 3. Abracadabra Fidibus. Wollen wir mal gucken, ob der jetzt kunterbunt ist? Ja. Okay, wir schauen mal ganz kurz nach. Jetzt haben wir gar keinen Mund. Wir haben keinen gelben Mond, wir haben keinen bunten Mond, wir haben keinen lila Mond, wir haben gar keinen Mond mehr. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Guck mal in der anderen Kiste. Lilly, du bist ja schlau, ne? Ja. Da soll ich mal nachgucken? Ja. Ja, die Seite habe ich noch gar nicht gezeigt. Nee, Lilly, da ist er auch nicht. Das wäre ja so ein bisschen einfach, wenn sie jetzt da wäre. Aber das ist ja schlau von dir gedacht, Lilly. Ach, beide. Ja, habe ich doch die Seite? Ja. Ja, die habe ich doch gerade gezeigt. Muss nicht aufgepasst. Ich zeig nochmal. Hier ist der Mond. Und auf der Seite, bitte. Okay, mach doch beide auf, die zeige ich doch und die andere zeige ich. Aber gleichzeitig. Ach, Tom. Also, ich soll die Tür aufmachen. Ja. Und die mache ich zu. Nein. Nein! Natürlich nicht. Warum soll ich, also die soll ich aufmachen? Ja. Ja, ja. Warum denn? Weil wir an Beinen gucken. Ja, warum denn? Weil das so besser ist. Warum machen wir nur eine auf? Ja, weil das so besser ist, aber nur für euch, ne? Ja. Soll ich mal aufmachen? Ja. Ihr wisst, wie das funktioniert, ne? Ihr meint, der Mond ist dahinter, ne? Ja. Nee, ist er nicht. Nee, der ist er wirklich nicht. Soll ich mal gucken? Ja. Ich guck mal nach. Nee, der ist er wirklich nicht. Nee, der ist da wirklich. Ich stehe ja ganz dicht dran. Ich kann ja nicht gucken. Der ist, ich schwöre. Wenn ich schwöre, muss ich das nicht zeigen. Tja, so ist das. Ja, weil ich geschwört habe. Oh, ja. Ja, man hat das gemerkt. Ja, ja, okay. Soll ich das mal aufmachen? Ihr wisst, wie das funktioniert, ne? Ja, ihr sagt eine Knackwurst. Ja. Ihr habt natürlich recht, der Mond ist natürlich da. Und das Tolle ist, wenn der Mond... Wir hatten jetzt mal einen Mond. Ja. Ich nicht! Ja, wo ist der Mond? Das ist ja jetzt blöd. Na, da wo liegt er denn? In der kleinen Schachtel. Die kleine Schachtel. Ja, wollen wir da mal ganz kurz nachgucken? Yeah. Vielleicht ist der Mond ja hier wieder in einer kleinen Wolke angekommen. Wollen wir nachgucken? Yeah. Ja, eine gute Idee. Ich zähle bis drei. Dann wurde mal, Mond, bist du da? Und dann gucken wir, ob der Mond da angekommen ist, okay? 1, 2, 3. Mond, bist du da? Und der Mond ist von der ganz großen Wolke hier in diese kleine Wolke zurückgekehrt. Dann können wir das Grundstück beenden. Der Mond ist wieder da. Yay! Yeah. Oh. Achso, das kann natürlich sein. Wahrscheinlich erst, wenn wir den Mond rufen, dann kann der Mond natürlich auch erst in die Wolke. Bitte? Nee, der Mond, wir müssen
anzurufen, dann kommt der Mund erst dann zu mir. Dann ist er noch nicht da, dann müssen Sie doch erst rufen, wir können ihn doch noch gar nicht sehen. Wir rufen den Mond. Was ist denn das? Also, hört mal zu, der ist zwar nicht bunt geworden, der bleibt zwar gelb, aber er ist wieder da. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich ja noch für andere Kinder brauche.